sehr viel Reis. Eins von deinen Hobbys, Reis essen. Ja, ist so. Ja, ich mache es einfach nur kurz. Ich komme eigentlich nicht aus Bielefeld. Ich wohne in einer anderen Stadt und davor habe ich auch in einem anderen Land gewohnt. Hallo ihr Lieben! Hi! Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir 10 Fragen an Katja und zwar auch ganz persönliche Fragen. Ja. Ich werde hier auf jeden Fall mal ein paar Fragen beantworten, die mir Katja dann irgendwann mal stellt. Genau, Katja ist ja neu mit dabei und das hatten wir ja auch schon in unserem Sushi-Video bekannt gegeben, dass Katja jetzt ein neues Mitglied ist hier bei uns, bei Dutch Yourself Inspiration. Genau. Eva ist diese Woche nicht da, also wundert euch nicht, die hat einfach nur Urlaub. Und deswegen werde ich jetzt Katja gleich mal befragen. Ja, yay. Freue mich. Bist du bereit, Katja? Ja. Bereit. Gut, dann kann es ja losgehen. So, Katja sitzt auf ihrem Stuhl in deinem wunderschönen Studio. Dazu gibt es ja auch diese Woche noch ein Video, ne? Ja, genau. Das ist jetzt eine Studiotour. Ein bisschen was sieht man schon, aber Katja wird uns auf jeden Fall diese Woche auch noch das komplette Studio zeigen. Genau. Bist du bereit für die allererste Frage? Ich bin bereit. Also, die erste Frage ist eine Do-it-yourself-Frage. Du bist jetzt ja natürlich mit dabei hier bei uns bei Do-it-yourself-Inspiration. Genau. Und was machst du eigentlich am liebsten? Also was bastelst du am liebsten? Welches Material benutzt du am liebsten? Also ich würde mal sagen, also ich hier liebe es zu zeichnen. Ich liebe es zu malen, zeichnen. Eigentlich, also ich kann mir schon vorstellen, mein Lieblingsmaterial ist ein Stift, ein Buntstift. Buntstifte, Stifte und sonst hatte ich schon, ich hatte eigentlich sehr lange Zeit einfach nur irgendwie so richtig Bock, was zu machen. So irgendwas vielleicht so... Ach, weiß ich auch nicht. Was wollte ich denn die ganze Zeit so machen? Irgendwelche Figuren aus Pappe oder so. Aber habe ich schon seit sehr langer Zeit irgendwann mal früher gemacht. Mittlerweile ist es eigentlich nur Zeichnen. Vielleicht kommen aber wieder ein paar neue Bastelprojekte ja auch auf dich zu. Genau. Also wir werden bestimmt noch coole Sachen zusammen machen hier. Aber ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Ja, ich freue mich auch. Papier, Stift ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Material. Ja. Aber was hältst du von Washi-Tape? Ich finde es cute. Also ich finde es sehr, sehr schön, wenn man das in so ein Bullet Journal macht. Ja. Ist es nochmal, genau. Wenn man so ein paar Notizen schreibt, dann ist es eigentlich richtig niedlich auf jeden Fall. Ja, gut, dann können wir Freunde werden. Yay, cool. Gut, also Katja, die Fragen kommen so ein bisschen durcheinander. Aber ja, wir gehen so von verschiedenen Themen direkt zum nächsten Thema. Wie alt bist du eigentlich? Ach so, ja klar, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin, ist es jung, ist es alt? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie so, irgendwas dazwischen. Ich bin irgendwas dazwischen. Ja, was ist eigentlich 22? Ist das jung oder alt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Es ist halt so. Ich würde sagen, ich bin etwas älter als du. Ja. Und es gibt aber auch noch viele Leute, die jünger sind als du. Ja, genau. Und es gibt viele Leute, die deutlich älter sind als wir beide. Das stimmt. Ja, deswegen ist es gerade so, ja, 22 halt. 22 ob, halt das, ne? ob das alt oder jung ist, das könnt ihr gerne entscheiden. Ist ein gutes Alter. Genau. So, jetzt habe ich mal eine Frage zu deinen Haaren. Oh, meine Haare. Ja. Die sind ja mal gerade wieder neu. Wir haben dich jetzt hier auf dem Kanal schon mit zwei verschiedenen Haarfarben gesehen. Mm. Einmal mit lila und einmal mit braun-weiß oder schwarz-weiß. Braun-weiß mehr so, ja. Genau. Und wie viele Haarfarben hattest du eigentlich schon, Katja? Boah, ja. Geboren bin ich mit so blonden Haaren. Oh, mit Haaren schon geboren, ja. Ja, genau. hast du auf Babyfotos hast du auch richtig schon Haare? Ich glaube, so ein bisschen, so etwas. Weil manche Babys haben ja auch voll lang erstmal keine Haare. Ja, so etwas. Aber gut, Katja ist auf jeden Fall mit blonden Haaren geboren. Ich bin ein haariges Baby. Ja. Aber ja, genau, ich hatte blonde Haare, mittlerweile sind sie ein bisschen dunkler geworden. Okay, ich hatte rote Spitzen, glaube ich, angefangen hat es mit so roten Spitzen. Dann hatte ich mal einfach nur mich komplett dunkel gefärbt. Also so, ich hatte halt so braun bis schwarze Haare, relativ lange, so ungefähr 2 Jahre oder vielleicht 1 Jahr, 1,5, weiß ich nicht. Und dann hatte ich wieder blonde, so richtig helle blonde Haare und dann grün. Ich dachte mir einfach nur so, ich packe mal ein Grün dahin. Das war eine richtig kurze Zeit. Grün ist dann bei mir auch in meinen Haaren stecken geblieben. Wunderschöne Zeit. Dann hatte ich ganz normale blonde Haare und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so, ich habe Bock auf was anderes, weil ich so richtig lange mit meinen normalen Naturhaaren gelaufen bin. Dann hatte ich auf einmal Pink. Das war ungefähr so 2020. Pink hatte ich halt bis zu dann, glaube ich, Sommer 2021. Dann hatte ich so Lila.
Und jetzt mittlerweile dachte ich mir so, ich habe keinen Bock mehr auf farbige Haare. Das hat mir schon ein bisschen gereicht und deswegen dachte ich mir auch nur so, ich bin ein bisschen naturmäßig, aber trotzdem so mit einem Twist, also so mit einem bisschen anders. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Dankeschön. Ja. Genau. Und wir merken bisher, freudig die Haarfarbe zu wechseln. Da wird bestimmt noch einiges auf uns zukommen. Kann sein. Da werden wir bestimmt noch mal ein Video zu machen. Wir haben ja auch schon in einem Video Evas Haare und auch Felix Haare gefärbt. Ja, stimmt, habt ihr. Ja, ja, klar. Also vielleicht, kann sein. So, dann Frage Nummer 4. Hast du Hobbys oder was ist dein Hobby, Katja? Ja, ich zocke gerne. Ja, also, das haben wir auch schon mitbekommen. Das habt ihr mitbekommen. Du bist ja auch bei Spiel mit mehr Apps und Games genau, dabei. Genau, ich bin bei Spiel mit mehr Apps und Games dabei. Ich zocke sehr gerne, seitdem ich klein bin. Und sonst so, ja, ich würde jetzt einfach nur vielleicht nicht wirklich so sagen, was genau ich zocke, ne? Das ist halt so eine andere Frage. Aber noch so als Hobbys, das ist halt Zeichnen, Malen und so. Und ich bin, mein anderes Hobby ist so ein bisschen, ich sammle Puppen. So normale Puppen, die man einfach nur im Store kaufen kann und meistens aber gerne auch so diejenigen, die ein bisschen teurer sind, also die limitierte Edition oder so Sammlerpuppen. Auch so Barbies und so, ne? Ja, meistens Barbies, es gibt auch Monster High, es gibt noch Bratz, es gibt noch Disney Store Puppen. Die Disney Store Puppen sind auch bei mir relativ teuer, die ich damals gekauft habe. Das sind so Limited Editions und so. Ich habe ungefähr, weiß ich nicht, über 40 Puppen habe ich bei mir zu Hause. Cool. Ja. Ja. Was ist deine Lieblingspuppe? Das ist eine gute Frage, was meine Lieblingspuppe ist. Mittlerweile, das ist die Kumi, die Bratz Kumi. Es ist so eine japanische, also die ist halt, die hat so Kimono auf und ja. Es ist so eine japanische Puppe quasi. Also die ist, es ist eine Bratz-Puppe. Ist sehr schön. Es ist auch, glaube ich, so eine limitierte Edition aus 2005 oder so, glaube ich. Ist, war mir auch relativ teuer, als ich die gekauft habe. Es war tatsächlich vor einem halben Jahr ungefähr. Und ich liebe die tatsächlich sehr. Ja, die ist halt auch eine Runde. So, dann nächste Frage. Bist du bereit für die nächste Frage, Katja? Ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Also ich glaube, das ist relativ, ich glaube, man weiß das. Wenn man hier sich ein bisschen umdreht, da kann man eine sehr schöne Wand sehen in dieser Farbe. Lila. Tada. Also es ist lila, violett und auch gerne auch pink. Ich mag auch pink, also es ist auch Babypink, Babyrosa. Und schwarz mag ich auch sehr gerne, trage ich sehr gerne. Obwohl heute... heute bin ich relativ farbig dabei. Das so ist, viele das ist farbige auch, Klamotten hattest du noch. Ja, echt so. Ich dachte mir auch schon so, boah, ich sehe wirklich nicht so aus wie ich. Ich dachte selber. Heute Morgen so, hä, wer ist das? Ist das Katja? Wer ist das? Ja, genau, schwarz. Und ich mag Petrol total. Petrol ist so eine Mischung aus so grün und so blau. Ich liebe das total, das ist richtig schön. So ein Dunkeltürkis. Ja, auch, das, ne? was Donnie in seinem Studio hat. Gut, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon die Wand auch hier von Katja gesehen. Die hat man ja auch schon auf Fotos gesehen. Genau. Aber was man hier sonst noch alles so finden kann, das seht ihr auf jeden Fall noch in unserem nächsten Video. Ja. Yeah. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Also ich weiß es schon, aber für unsere Zuschauer. Wie bist du eigentlich nach Bielefeld und wie bist du in unsere Crew gekommen? Also ich bin nach Bielefeld. Boah, jetzt erstmal so mein ganzes Leben irgendwie so hier erzählen. Ja, ich mache es einfach nur kurz. Ich komme eigentlich nicht aus Bielefeld. Ich wohne in einer anderen Stadt und davor habe ich auch in einem anderen Land gewohnt. Ich komme aus der Ukraine an sich. Bin da auch aufgewachsen. Also Kindheit hatte ich in Ukraine, deswegen verstehe ich manche Sachen hier nicht. Falls ihr irgendwie so sagt, so, oh, Kinderserien oder so, deutsche Kinderserien. Ich bin so, ja, ich hatte das nicht. Ich hatte das alles nicht. Aber ja, genau. Und zu der Crew bin ich gekommen, indem ich hier als Cutterin gearbeitet habe. Ziemlich lange, schon ungefähr 5 Jahre. Ich glaube 5 Jahre. Genau, ja. Deswegen, es hatten sich ja auch schon manche gefragt, wo kennt ihr euch eigentlich und so. Ja. Also wir kennen uns alle schon ziemlich lange. Ja, ist so. Ja. Genau, Katja, bevor sie in den Videos war, war sie schon sehr viele Jahre hier bei uns in der Nähe und wir haben uns schon immer gekannt. Ja, ich habe die Videos geschnitten von DIY-Inspiration und auch von Spiel mit mir, von allen anderen Kanälen. Das hast du auch sehr gut gemacht. Dankeschön. Danke, Mann. Das, was du jetzt machst, machst du auch sehr gut hier. Danke, das ist sehr nett. Also genau, es wäre schade gewesen, wenn Katja hinter der Kamera geblieben wäre. Sehr schön, dass sie jetzt hier vor der Kamera ist. Ja, ich freue mich. Die nächste Frage, bist du bereit dafür? Yes. Das ist etwas, man sieht es schon ein bisschen. Du hast ja da 2 Piercings im Gesicht. Ja, ne? Genau. Hast du Piercings und Tattoos, ist die Frage. Piercings? Bam, bam. Habe ich 2 hier im Hast Gesicht. Hast du Ohrlöcher?
Ich habe tatsächlich Ohrlöcher, aber die sind schon seit sehr länger, ja, die sind nicht zugewachsen, die sind immer noch da, aber ich benutze die quasi nicht. Ach, so unbedingt. Okay. Möchte ich aber auf jeden Fall machen. Das ist noch ein bisschen zugewachsen sind die, so ganz kleines bisschen. Vielleicht irgendwann mal seht ihr mich auch mit Ohrringen. Das ist wirklich mein Traum, einfach nur jetzt wirklich einfach nur wieder Ohrringe reinstecken. Und sonst habe ich auch keine Tattoos leider, aber ich hätte gerne einen. Also ich hätte gerne Tattoos. Willst du uns verraten, was du gerne hättest? Ich weiß es selber noch nicht unbedingt, aber auf jeden Fall irgendwas an den Armen oder so. Aber so mehr so minimalistisch. Ich mag so minimalistischen Stil von so Tattoos. Frage Nummer 8. Ja. Was isst du am liebsten? Wir wissen schon, dass du super gern Sushi isst, aber ja, du isst bestimmt auch noch andere Sachen. Ich esse gerne alles. Ich bin so eine Person, die eigentlich sehr vieles isst, also vielleicht nicht alles, aber ich bin nicht so, dass ich so denke, so, boah, nee, Käse esse ich nicht. Nein, ich esse eigentlich relativ alles. Und, aber mein Lieblingsessen, also ich liebe japanische Küche an sich, nicht nur Sushi, sondern so, wenn ich zu Hause bin, da koche ich mir meistens immer Reis mit irgendwelchen, zum Beispiel mit Tofu oder vielleicht noch irgendwelchen Soßen oder so. Eigentlich auch Onigiri mag ich, also diese Reisbällchen, die auch, mit so Füllung und so. Also ich esse eigentlich sehr, sehr viel Reis in meinem Leben, in meiner Freizeit. Sehr viel Reis. Eines von deinen Hobbys, Reis essen. Ja, ist so. Also deswegen, und eigentlich halt so Pizza und alles Mögliche. Das, was wir halt alle gerne essen. Ja, genau, alles Mögliche. Okay, das klingt doch schon mal gut. Mhm. Ich glaube, mit Katja können wir noch viele coole Shops zusammen machen. Ja, genau. Okay, die nächste Frage. Es ist etwas ganz Privates. Ganz Privates? Uff. Katja, hast du eigentlich einen Freund? Ja, habe ich. Ich habe einen Freund. Wir sind schon seit 6 Jahren zusammen. Wir sind schon ein bisschen länger zusammen. Und ja, das ist ein bisschen... Ja, ich habe einen Freund. Ja, sehr schön. Mhm. Oh, wir haben schon wirklich viele, viele tolle Sachen über Katja erfahren. Yay. Und jetzt kommen wir auch wirklich schon zur allerletzten Frage. Mhm. Wo würdest du gerne mal hinreisen? Oh! Was wäre dein Lieblingsreiseziel? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich war noch nicht so oft irgendwo auf jeden Fall auf dieser Welt, deswegen würde ich auch gerne alles sehen. Aber so mein Lieblingsreiseziel ist, glaube ich, mehr so Island. Ich liebe Island an sich. Ich liebe die Natur dort, ich liebe die Sprache, ich liebe die Musik, ich liebe alles, was mit Island zu tun hat. Deswegen. Island wäre ganz gut, ist ein bisschen, glaube ich, teuer und da muss ich noch ein bisschen halt noch gucken, was ich noch da machen kann. Und sonst so, also ich mag es total zu China, vielleicht Korea, also so asiatische Länder, unbedingt vielleicht irgendwann mal auch USA. Also so New York würde ich schon gerne sehen. Also ich würde eigentlich alles gerne sehen. Aber ich glaube, so mein Nummer 1 Ziel, wo ich unbedingt hin möchte, ist Island. Und ich glaube, ich habe auch... Also es gibt auch so solche so Tour, wo man... ich glaube, so Island, Grönland und Spitzbergen, da irgendwo hinreist. Ich liebe Norden. Ich liebe alles, wo Kälte ist. Irgendwie, das ist so, das fasziniert mich total, wie kalt diese Welt sein kann. Und es ist richtig... Sowas möchte ich. Also ich bin nicht so die Person, die einfach nur irgendwie so am Strand chillt und einfach nur so erstmal so, weiß ich nicht, so nach Italien würde ich auch schon irgendwie so gerne fahren oder so und zum Beispiel einfach nur so ein bisschen Wärme haben. Aber sonst halt, ich liebe so Berge, ich liebe Kälte, ich liebe Norden. Genau, sowas. Sowas würde ich mich total freuen. Das war schon das Interview mit Katja. 10 private Fragen an Katja und ich finde, wir haben richtig viel erfahren. Also es waren auch noch Sachen dabei, die ich auch noch nicht wusste. Oh echt? Das ist schön. Nee, ich dachte so bei Reisezielen zum Beispiel, dass du als erstes sagst, so Japan oder so. Ja, nicht als erstes. Also Japan hätte ich schon gerne, aber nicht als erstes auf jeden Fall. Ja. Nee, wusste ich gar nicht, dass du so gerne Richtung Norden unterwegs bist. Total. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach nur so. Es kommt einfach nur vom Inneren und man denkt einfach nur so, ich möchte dahin. Es zieht mich dahin. Ja, das ist doch gut so. Aber es kann ja alles sein. Ja, mal schauen. Wenn ihr noch weitere Fragen an Katja habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine zweite Mini-Edition oder so. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.